Hallo, ihr Quirlinge. Es schneestürmt rund um den bizarren Markt in Colorado. Und eigentlich hatte ich vor, in der Episode jetzt gleich am Anfang in die Zahnarztpraxis zu gehen und zu gucken, was das für ein Ding ist. Beziehungsweise dann hier oben den letzten Drohl zu jagen und dann einen Weg hierhin zu finden und vielleicht da hinein. Das mache ich aber erstmal nicht, denn ich habe mir überlegt, dass wir doch erstmal in den Markt reingehen. Weil nämlich Ananda Rabinaratan oder so ähnlich, der hat uns erzählt, sag mal, stand hier deutlich nur ein Kegel? Jetzt stehen hier viele. Der hat uns erzählt, dass er sich deswegen nicht als Schneider ins Hauptquartier begibt, weil der Markt in irgendeiner Weise in Unsicherheit wäre und das wolle er erst irgendwie gelöst wissen, bevor er sich hier davon macht. Just got word there's another caravan from Steel Town coming in next week. That's the second one this month. You sure it's legit? Pinche tarado. Our boy sees all and knows all. He says the caravan's coming, so be ready. Labert mich nicht voll. Also, irgendwas ist in Unsicherheit. Hier der Markt. Und ich würde ganz gerne erstmal mir das anhören, weil ich denke, da könnte es eine Nebenqueste geben, die uns vielleicht hier hinten mit der Zahnarztpraxis oder mit den Drolls oder mit diesen Clowns, die wir schon umgehaut haben, oder vielleicht mit denen da oder mit dem da irgendwie in Verbindung bringt. Und das will ich dann haben. Ja, ja. Bevor ich da weitermache. Danke für die... Wer hatten es hier? Wer war denn das? Gar keiner da. Lautsprecher? Hi, Bizarre. Bringt ihr das da oben irgendwas? Really need to ask Piscatelli to look at my gun. Bugger keeps jamming. Springmeister. Welcome to the Bazaar. Wo kommt man denn da hin? Eingang zum Bazaar. Wo denn? Ich sehe doch gar nichts. Keine Windrose, keine Treppe. Ich weiß, dass Quad aufsteigen darf übrigens. Keine Sorge. Kriegen wir alles gelöst. In drei Episoden kümmere ich mich drum. So, ja, und nu? Ah, das Ding ist irgendwas, was wir... Can't wait until lunchtime, so I can grab some pork buns. Die Teigtaschen scheinen aber echt wichtig zu sein. Was ist denn das? Ist ein Katapult? Nee. Ach, das kann man vielleicht zurückziehen und dann wird da eine Treppe aufgemacht dadurch. Eine bessere Idee habe ich gerade nicht. Hier ist was. Oh. Bizarre und wird angegriffen. Ein Tonband. Listen up, Masters. The next son of a bitch who says we're losing this war gets strung up by his nuts. You hear me? It doesn't matter how much territory we've lost. There's only one way inside the mall. As long as we control it, Buchanan can't touch us. He can sit out there with his army and pound snow for all I care. All we gotta do is hold out. The lamb and the wolf got different needs. Sooner or later, Buchanan will have to negotiate. And then we'll have him right where we fucking want him. Okay, interessant. Wir machen doch mal jetzt den Level-Up von ihm, weil er vielleicht einen Punkt in den Arschkriecher bekommt. Muss ich mir überlegen. Fertigkeiten. Das könnte uns nämlich gerade helfen. Ja, ein Punkt Arschkriecher für Kwon. Darf sich auch einen Vorteil aussuchen. Speichern. Und du bekommst 2, 4, 6. Ah, ich bin so ein Koordinations-Fan. Du bist ein automatischer Waffentyp, das heißt es empfohlene Attribute, Koordination, Aufmerksamkeit, Geschwindigkeit. Komm, hier Koordination für dich. Und einen Vorteil. Durch den Skill Arschkriecher kriegt man gar keine Vorteile. Erstaunlich. Gibt's gar nicht. Ich hab das schon so hoch bei ihm und das setzt nichts frei. Lebenspunkte werden immer gut. Wahrnehmung würde ich dir nicht geben wollen. Ausweichen, ja. Mit allen Wassern gewaschen, na. Durchschuss hast du schon. Weniger Deckungsvorteil, das ist okay. Einfach draufhalten. Zerreißt einen Gegner mit doppelt so viel Maschinengewehrkugeln verglichen mit normalen Angriffen. Ne, komm, wir machen Erdhörnchenjäger. So. Okay.
Wen müssen wir ansprechen, damit wir hier reingelassen werden? Sprengmeister. E-Hüter. Eingangshüter? I'm just a greaser. Use the intercom if you're looking to get inside. Ah. Can you wait until lunchtime so I can grab some pork buns? Wo denn? Ach, hier. Klar. Das macht aber nicht Ringiel. Das macht vermutlich Adrian. Als ihr euch dem Anhänger nähert, raucht es leise aus den darauf montierten Lautsprechern. A lamb stands at the door. What sacrifice do they bring to the door of monsters? Ein Lamm steht an der Tür. Hehehe. Welches Opfer bringen sie zur Schwelle der Monster? Adrian ignoriert das. Wir wollen in den Bizarre. The lamb speak. You know what? You asked me a straight question. Let's forget about the lamb nonsense. Ja. Hehe, die Lammsache. Wisst ihr was? Ihr habt mir eine einfache Frage gestellt. Vergessen wir diesen Lammschwachsinn. Eigentlich haben wir keine Frage gestellt. Wir haben eine Aufforderung ausgesprochen. The Cesar lies beneath your feet, covered by decades of snow. The only way in is through the gate beneath this RV. The only people who can open this gate, we, the Monster Army. Na, das dachte ich mir schon. Der Bizarre liegt direkt unter euren Füßen, bedeckt von jahrzehntelangem Schneefall. Der einzige Weg hinein ist durch das Tor unter diesem Wohnmobil. Die einzigen, die dieses Tor öffnen können, wir, die Monsterarmee. If you want to get in here, you need to do one of two things. Buy an entrance pass or get an established bizarre merchant to vouch for you. Sometimes we let Colorado's most famous in. But it's been years since such an exception was made. Wenn ihr rein wollt, gibt es zwei Möglichkeiten. Kauft ein Eintrittsticket oder sorgt dafür, dass ein offizieller bizarrer Händler sich für euch verbirgt. Manchmal haben wir die Stars von Colorado reingelassen, aber es ist Jahre her, seit eine solche Ausnahme gemacht wurde. Paris Händler verbirgt sich für uns. Paris who? Oh, right, the Die Lady. Well, she made it in. And I guess that means you get a pass. Honestly? No one pays me enough to give a crap. Paris? Wer? Oh stimmt, die Farbenfrau. Nun, sie hat es reingeschafft und das bedeutet wohl, dass ihr ein Ticket bekommt. Unter uns? Mir ist das alles egal. Ich werde einfach nicht gut genug bezahlt. Ein Ticket springt aus einer pneumatischen Röhre. Right. Here you come. Behave yourselves, my little lambs. Damit kommt ihr sofort rein. Benehmt euch, meine kleinen Lämmer. Das sagt mich doch einer Lamm zu mir. Ich möchte den Bizarre betreten. Jetzt wird es ein bisschen gesprächiger wieder. Oh, das ist relativ groß. Aber es ist eine neue eigene Karte. Muss ja ein bisschen größer sein. What the fuck? What's going on? Are we under attack? No, no. I'm sure we're not under attack. Fuck. I swear, I only opened the Warren's gate for one second and that fucking pig bolted by me. Don't worry, folks. The bazaar is secure. Move along, everyone. Ah, new visitors. Don't fret. Come and hear about the marvels of the bazaar. Neue Mission, ein Albtraum im Bizarre. Mit der für den Bizarre verantwortlichen Person sprechen. Das war... Ja, es war interessant. Damit hatte ich nicht gerechnet. Na du Klingone. Simon, der Bigfoot. Dieser Mann trägt dasselbe Outfit wie die Wachen draußen. Eine Wolfsmaske und eine Letterman-Jacke. Als ihr näher kommt, bemerkt ihr, dass das Outfit alt und abgetragen aussieht. Im Laufe der Jahre oft geflickt. Fresh lambs, esteemed guests. The door guard informed me you were coming. You are most welcome to all the delicacies and pleasures the bazaar has on offer, provided you have the coin. Frische Lämmer, verehrte Gäste, die Torwache hat mich über eure Ankunft informiert. Ihr seid herzlich willkommen, alle Delikatessen und Annehmlichkeiten zu probieren, die der Bizarre zu bieten hat, vorausgesetzt ihr könnt zahlen. Ah, I hope you're not shaken by this disturbance. It is a minor matter, I assure you. Your shopping experience should be nothing short of completely safe.
Ich hoffe, dieser Tumult hat euch nicht verängstigt. Das ist nur ein winziger Vorfall, das versichere ich euch. Euer Einkaufserlebnis wird absolut sicher sein. Was zur Hölle war das für eine Explosion? Please, please, lower your voice. I don't know, okay? Someone's been strapping explosives to real pigs. Real pigs, made up with real lipstick, real eyeshadow. I guess it's some asshole's idea of a prank. Bitte, bitte, sprecht leiser. Ich weiß es nicht, okay? Irgendjemand bindet Sprengstoff an echte Schweine. Echte Schweine mit echtem Lippenstift und echtem Lidschatten geschminkt. Ich schätze, dass der Versuch, das ist der Versuch irgendeines Arschlochs, einen Streich zu spielen oder so. You'll find stairs to the upper level in the back. They will take you to our esteemed leader, Flab. Talk to him if you want to know more. Hinten findet ihr die Treppe zur oberen Etage. Sie wird euch zu unserem verehrten Anführer, Flab, führen. Sprecht mit ihm, wenn ihr mehr wissen wollt. Wir haben den Außenbereich erkundet und Lager von Banditen gefunden, die sich als Clowns verkleidet haben. Really? Dressed as clowns, you say? That sounds like Los Payasos. But there's no way those crazy fucks are out here. I suggest you talk to Flab about this. You can find him in the back, up the stairs. Wirklich? Als Clowns verkleidet, sagt ihr? Klingt nach Los Payasos, aber es ist nicht möglich, dass diese verrückten Scheißkerle hier draußen sind. Ich schlage vor, ihr sprecht mit Flab darüber. Ihr findet ihn hinten die Treppe hoch. Welche Art Läden habt ihr hier? We have all kinds indeed. Bishatelli sells weapons to any weary pilgrim. Gwyn Talbot is your woman if you need protective gear. Dr. Coldcuts can sell you medical supplies or see to your health needs. Wir haben hier alles, wirklich alles. Piscitelli verkauft Waffen an jeden müden Wanderer. Gwyn Talbot ist eure Ansprechpartnerin in Sachen Schutzausrüstung. Dr. Cold Cuts kann euch medizinische Vorräte verkaufen oder sich um eure gesundheitlichen Bedürfnisse kümmern. And in the central area you'll find the Fountain Bar. A good place to kick back with a drink and some of Masato's delicious pork. Und im Zentralbereich findet ihr die Brunnenbar, einen guten Ort, um sich mit etwas zu trinken und einer Portion von Masatos leckerem Schweinefleisch zurückzulehnen. Wo können wir hingehen, um etwas Spaß zu haben? Depends on your definition of fun. I'd recommend talking to Eidolon. She and her pals really know how to party. But if you're a more cerebral type, check out Querex's museum in the back. Das hängt von eurer Definition von Spaß ab. Ich empfehle, dass ihr euch an Eidolon wendet. Sie und ihre Freunde wissen wirklich, wie man feiert. Aber wenn ihr eher von der intellektuellen Sorte seid, solltet ihr euch hinten Quarex Museum anschauen. Würdest du uns etwas über die Einrichtungen erzählen? The bazaar's a bazaar unlike any other, Piglets. You want it, we have it. No meat is too exotic, no luxury is too fantastic. If you can afford them, they're yours. Der Bizarre ist ein Bazar, wie kein anderer, Frischlinge. Ihr wollt es, wir haben es. Kein Fleisch ist zu exotisch, kein Luxus zu fantastisch. Wenn ihr es euch leisten könnt, gehört es euch. Filmfrühvorstellungen? Sorry, our projector broke years ago. Sorry, unser Projektor ist schon vor Jahren kaputt gegangen. Ein Ort zum Schlafen? We're all full up. Oh, wir sind alle voll. Duschen? Yes. Actually, no, sorry. They were buried in a recent snow tunnel collapse in the Warrens. Ja, eigentlich nicht, sorry. Sie wurden kürzlich von einem Schneetunneleinsturz in den Warrens begraben. Gladiatoren-Todeskämpfe? perhaps in our older days. That chapter of the Monster Army book is closed. Sorry. Ja, vielleicht früher mal. Dieses Kapitel im Buch der Monsterarmee ist vorbei. Sorry. Was genau habt ihr denn eigentlich? I am sorry, esteemed guests. The bazaar may not be what it once was, but we still have plenty on offer. Hot food at the Fountain Bar, weapons and equipment from our merchants, pleasures for the eye at Eidolon's. Look around. Es tut mir leid, verehrte Gäste.
Der Bizarre mag nicht mehr das sein, was er einst war, aber wir haben noch immer viel zu bieten. Heißes Essen an der Brunnenbar, Waffen und Ausrüstung von unseren Händlern. Augenfreuden bei Idilon. Seht euch um. Anderes Thema. I mean happy to. Und enjoy your das visit. War's. Nix Neues. Oh, Adrionchen, Level up. Mann, die Level ups, unfassbar. Aber gut, werden die Helden immer stärker. Kann ich mit umgehen. Jetzt bekommt Adrionchen nämlich den letzten Punkt auf Intelligenz und damit steigt seine Crit-Chance von 18 auf 25% und der Schaden von einem Faktor 0,9 auf den Faktor 1,1. Und ich will mal vorher schauen, Moment, wie geht denn das? Irgendwo Statistiken, da. Was hat Adrion eigentlich für eine Crit-Chance allgemein? Sie liegt bei 32% bei ihm. Das ist schön. Der kritische Schaden. Ach so, 1,9 mal X. Ja. Es gibt auch Schleichangriffsschaden. Interessant. Also kritische Chance 32%. Die sollte jetzt ja eigentlich ordentlich steigen. Und zwar um 7% auf 39, richtig? Ja, schön. Also, Intelligenz für Adrion. Nerdkram haben wir auf 6, harter Hund auf 5. Was, 4 Punkte, warte mal. Wir müssen erstmal noch diesen Stern wegnehmen, weil das sonst beim harten Hund ein bisschen falsch aussehe. Nerdkram nochmal steigern, damit es wirklich geht. Oder hier. Trefferchance, Scharfschützengewehr, wobei die ist ja immer schon bei 95% und ich glaube, die steigt auch nicht viel höher. Also, eher harter Hund und folgte Wissenschaft oder nochmal Nerdkram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adrion möchte Nerdkram weiterhaben, also Punkt auf Nerdkram. Und den einen Punkt, den heben wir uns auf. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch er zu bieten hat. Scharfschützen, Nerdkram, könnte ich was steigern, folgte Wissenschaft. Lädt die Waffe auf und stärkt sie, um beim nächsten Angriff Bonusschaden für Energie, Kälte oder Hitze zu verursachen. Überladen. Deine Waffe hat ein... Wie geht denn das weiter? Hat eine Chance auf 5% in deinen Händen zu... Oh, das ist doof. Zielaufhebung. Von euch gehackte Roboter werden jetzt von anderen Gegnern angegriffen. Oder? Strom. Der gehackte Roboter geben jede Runde einen Stromstoß ab, der Gegner in der Nähe Energieschaden zufügt. Oder der X86-Takt auf 66 MHz anzukurbeln und dann aufpassen. Gehackte Roboter erhalten AP. Aha. Scharfschützengewehre, ja, kann man noch nicht weitermachen. Was käme denn da? Du erhältst 10% Trefferchance mit Scharfschützengewehr, wenn du dich eine Runde lang nicht bewegst. Das kommt häufiger mal vor, dass er das tut, weil er zu wenige AP hat. Er kann sich nicht bewegen und gleichzeitig schießen. Und Kettenüberfall. Hinterhaltangriffe mit Scharfschützengewehren, die dein Ziel töten, beenden den Hinterhalt nicht. Ah, schön. Aber das nutzt uns gerade nichts. Wir geben ihm, wobei ich kann den Punkt ja auch aufheben. Was würden wir denn weiter steigern? Nächstes Mal müssten wir dann tatsächlich Scharfschützengewehr mal wieder steigern. 3 Punkte hätten wir dann auch. Oder harter Hund. Schwierig. Aber da hätten wir 1, 2, 3, 4, 5. Hätten wir auch erst 6. Und Scharfschützengewehre, das nächste käme erst ab 7. Es scheint mir so, dass das hier wertvoller ist, über Takten. Also das scheint wertvoller zu sein als das 4-Vorder, weil das ja erst später freigeschaltet wird. Deswegen über Takten. Gagte Roboter erhalten plus 2 AP. Genau. So. Und damit willkommen im Bizarre. Da sind wir. Was ist da? Waffengeschäft. Speisebereich. Ich habe jetzt nicht so viel Lust, Händlerinventare mir anzugucken, ganz ehrlich. Ich will eigentlich draußen mir Krawall suchen.
und auch finden. Guns sanctified with blood. Trotzdem mal kurz schauen hier. Die geheiligte Piscatelli. Der Körper der Frau ist von Narben, entstanden durch Verätzungen und Granatsplitter, übersät. Ihre Augen sind vernarbt und blind. Dennoch wendet sie sich euch zu, als ihr näher kommt. Heartbeats that I don't recognize. Come closer, strangers. The sanctified Piscatelli crafts weapons of all sorts for those in need. And she can read that you are very much in need. Herztöne, die ich nicht kenne. Kommt näher, Fremde. Die geheiligte Piscatelli stellt allerlei Waffen für jeden her, der sie braucht. Und sie spürt, dass ihr dringend welche braucht. Hui. Diese Narben, hast du sie dir bei deiner Arbeit mit den Waffen zugezogen? Have you ever loved something so deeply that it gouges loose all the fears you might have possessed? If so, you would know what these scars are. Benediction. Sanctification. Habt ihr jemals etwas so sehr geliebt, dass es die Ängste, die man vielleicht mal hatte, in Luft auflöste? Falls ja, dann wisst ihr, was diese Narben sind. Segen. Heiligung. Ja. Certainly. Zeig mir deine Ware. Also mit Waffenmodifizierung 6 kann man mit Piscatelli nochmal sprechen. Muss ich mir merken. Ich hätte ganz gerne ein schönes neues Scharfschützengewehr für Adrian. Deswegen will ich mal gucken, ob sie was hat. Das hat sie bestimmt. Ein Perkele Modell 85. Was haben wir denn eigentlich? Adrian, ganz normales Scharfschützengewehr heißt es, glaube ich. Hier, das Schützengewehr hat er. Genau. 50 bis 69 Schaden. Also bis 69 Schaden und sie fängt mit 67 Schaden an mit dem Ding. Ja, das ist aber schick. Wenn man wüsste, ob man es demnächst ohnehin findet, wäre es natürlich doof. Ja. Kurzer Check, ob sie irgendwas Besonderes hat. Items, die irgendwelche Perks geben. Bolz gibt es auch als Munition. Kenne ich noch gar nicht. Sie hat einiges an Munition, aber das möchte ich gerade nicht kaufen. Sie hat auch einiges an Granaten und maschineller Kampfunterstützung möchte ich gerade auch nicht haben. Sie hat auch einiges an Mods, was logisch ist. Und ansonsten, ach ja, das ist was Besonderes, oder? Oh, hier. Modder-Werkzeugkasten, ein Kasten voll mit Wartungs- und Reparaturwerkzeugen für Waffen und Panzerungen. Das ist schön, das möchte ich haben. Haben will. Vielleicht verkaufen wir irgendwelchen Ramsch. Zum Beispiel haben wir 2 Flammensprüher. Kriegen wir 19 für. Weg damit. Wir haben die Scharfschützengewehre von Adrian, wo ich ja weiß, dass ich die nicht brauche, weil er hat eins und das nützt sich ja auch nicht ab. Und die anderen sind doof. Also weg. Und weg. So. Das Brennen haben wir auch doppelt. Dann auch einmal weg. Wir haben das Nagelkästchen doppelt. Dann auch zweimal weg. Ich weiß, ich könnte es auch zerlegen und dann die Waffenmods haben, aber im Moment ist Geld eher so das Thema, glaube ich. Der Schraubenschlüssel, den nutzt Merit nicht mehr, weil er eine bessere Waffe hat. Eine bessere stumpfe Waffe. Deswegen weg. Armeeflammenwerfer. Ich glaube, den hat Arik auch so schon. Auf jeden Fall den Flammensprüher brauchen wir nicht. Ich glaube, den hat er. Pulspistole haben wir auch 2-mal. Oh, die ist sogar relativ viel wert. Weg. Die Gossenschlange ist ein schlechtes Sturmgewehr, das können wir auch wegtun. Zweimal. Coachflinte, automatische Schrotflinte, sagt mir jetzt gar nichts. Pump Shotgun. Schrottpumper. Ich glaube, Dringel hat einen besseren Raketenwerfer als den hier. Aber ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Geld gemacht. Jetzt können wir uns mal ein bisschen was leisten. Und ich würde mir leisten, tatsächlich dieses Modderzeug. Und eigentlich auch dieses Gewehr. Es scheint im Moment nicht notwendig zu sein, aber wir werden Momente haben. Dann werde ich froh sein, dass Adrian
noch mehr Schaden austeilt als ohnehin schon. 400, ja, dann bin ich noch knapp über, naja, ja, das geht, das mache ich jetzt. Ich kaufe mir einen Perkele Modell 85 und diesen Werkzeugkasten. Dankeschön. Dann checken wir das noch gerade. Und dann bekommst du, nee, du warst das ja schon richtig, hier dieses Ding auch in die Hand. Machst damit deutlich mehr Schaden. Könntest du mal vergleichen. Also das da verglichen mit dem. Schaden geht nach oben. Ein Grundschuss auftreffen ist 75%. Na gut. Kritische Chance liegt bei 25%. Oh, die sinkt dann wieder. Aber wir haben ja gerade den Perk bekommen. Und wenn wir nicht kritten, machen wir halt doch deutlich mehr Schaden. Insofern. Wir nehmen den. Das Ding, komm her. Wo ist es? Da ist es. Nee. Spiere es aus. So, Arik, du hast den Armee-Flammenwerfer, den haben wir doppelt. Den können wir nochmal verkaufen. Was hast du? Du hast die Gossenschlange und RPG. Das ist ja Raketenwerfer, richtig. Pump Shotgun. Schrotpatronen. Den Skatejäger können wir auch verkaufen. Das machen wir gerade noch. Hello again, strangers. Certainly. Wir verkaufen dir den Armee. Genau den. Und den Skatejäger. Dankeschön. Gut. Nächster bitte. Submachine gun or assault rifle? I can't decide. Assault rifle, no question. You hear the stories about the killer clown? Not that the bazaar's not perfectly safe, but... They say he eats kids. Well, been here for hours. Slap. Oh, my feet are killing me. Not that the bazaar's not perfectly safe, I can't believe we missed the sale of Piscatelli. Hi, Paris. You know, just talk to Flap. I heard something go pump in the night. Jeez, that was scary. Das ist ja gut. Verkauf deine Farben weiter. Was bist du hier für einer? Quarex, das ist ein Museum. Oh, na komm, weil wir gerade hier sind. Oh, wow, are you Rangers? I haven't seen any of you guys since I left, I mean, in a while. Yeah, I haven't seen any Rangers in a while. Oh, wow, seid ihr Ranger? Euch habe ich ja nicht mehr gesehen, seit ich weg bin aus, na, ich meine, ich habe schon lange keine Ranger mehr gesehen. Are you here to fight the monsters under the bazaar? That would be awesome! Seid ihr hier, um die Monster unter dem Bazaar zu bekämpfen? Das wäre echt klasse. I'm Quarex, by the way. This is my cool museum of, coolness. Would you like a tour? Ich heiße übrigens Quarex. Das ist mein cooles Museum der Coolness. Wie wäre es mit einer Führung? Klar, los. Really? Okay. This way. This way. Okay, I'll start. Welcome to Quarex's Cabinet of Curiosities, a collection of the rarest of the... Well, it's toys and games mostly, and some mementos, but they're all really cool, I promise. Mm-hmm. That top hat belonged to Mr. Cynical from Angel Oracle out in L.A., a fellow game aficionado. He lived his life trying to help the little guy, defending them against bullies and end-level bosses. In the end, though, a boss got him, and well, he didn't make it. I keep his hat around to remind me to be honest and decent like he was. This was the best video game ever, Wasteland 4. You can choose what color you want the screen to be, red or green. This is the most sought-after gaming accessory ever made. The legendary Mighty Mitt. I love the Mighty Mitt. It's so bad. This is a genuine megascope. The most advanced optical aiming device of its day. A priceless artifact. Shame somebody stuck it on that silly old ray gun, but I'm not gonna try to take it off. I might break it. This is a Tarjan the Tenebrous machine. It can tell your fortune, but you get a premium fortune if you have some special tokens. Wish I had some.
This throne was once the most coveted object in the wasteland. The rule was whoever sat on it was the king. King of what exactly? I don't know. I also don't know who made that rule. This is a slicer dicer, the scariest robot ever. It slices, it dices, it even makes julienne fries. Whatever those are, if this thing was working, we'd all be dead by now. These are the most classic of classic arcade games. Avenue Brawlers, Catboy, and Star Intruder. This is a surfboard. I don't know what surf is and what boards have to do with it, but this looks well-loved. It has property of MF on it. I hope that doesn't mean what I think it does. And that's it. Let me know if you have any questions. Vorapokalyptischer Tourist. Wir gucken erstmal uns die Dinger an. Vielleicht können wir noch irgendwas fragen. Was haben wir da? In Erinnerung an den Mann, der für den kleinen Kerl gekämpft hat. Eine VR-Brille. Mit der kann man sprechen. Ein Computer, das guckt sich Adrian gleich an. Schaukasten. Die letzte bekannte Kopie von Wasteland 4. Das Cover ist mit den Initialen BF signiert. Schaukasten. Der Machthandschuh benutzte Hightech-Sensoren, um denen ultradimensionale Kontrolle zu geben, die tapfer genug waren, die virtuelle Welt zu betreten. Dieser Schaukasten enthält eine Energiewaffe, die mit einem hochentwickelten Vorkriegsvisier ausgestattet wurde. Sie sieht meisterhaft gefertigt und sorgsam gewartet aus. Den Schaukasten untersuchen. Auf einer kleinen Plakette neben dem Kasten steht geschrieben: Zap, Peng. Bis auf einen einzigen Pixel genau. Mit dem Megaskop verfehlst du nie dein Ziel. Der Glaskasten scheint nicht abgeschlossen zu sein. Was klauen machen wir nicht. Nein, das wird Adrian in dem Fall jetzt hier nicht machen wollen. Das ist zu auffällig. Außerdem war der recht freundlich, dieser Typ. Tarjan! Tarjan blickt dich mit einem steifen Grinsen aus seinem Glaskasten an. Eines seiner Augen hat einen Riss, das andere pocht stark. Okay. Du erblickst einen auffälligen roten Knopf, neben dem steht: Für Weissagungen hier drücken. Warte mal, können wir den irgendwie uns angucken? Ach, das ist so ein Kopf. Mit Kapuze und ja, sieht ein bisschen dämonös aus. Wir haben kein Token. Knopf drücken. Tarjan bewegt sich nicht, doch ein schrilles Knirschgeräusch ertönt. Ein kleiner Fetzen Papier, auf dem ein verzerrtes Sprichwort gedruckt steht, kommt aus einem Schlitz. Du wirst einige Stunden, bevor der Mond auf das Ödland niederfällt und das Leben auslöscht, wie du es kennst, deine wahre Liebe treffen. Toll. Der Thron? Dieser Thron wurde einst von vielen begehrt, denn wer auf ihm saß, wurde König des Ödlands, würde König des Ödlands sein. Aha. Verrosteter Schlitzschneider. Der von Rost zerfressene Roboter sinkt in sich zusammen und wirkt fast komplett leblos. Wäre da nicht das schwache Leuchten in seinen Pupillen? Oh, oh, oh. Hey, funktionierst du noch? Seine Antwort ist ein abgehacktes Klappern und ein zuckender Kopf, als wäre er ein Aufziehvogel, der nicht mehr ganz genau weiß, wie Realismus funktioniert. Zischender schwarzer Rauch steigt aus der Verkleidung seines Rachens auf. Wir können ihn reparieren. Moment. Das letzte Mal, als wir den Roboter repariert haben, ist er auf uns losgegangen. Speichern. Versuchen, den Roboter zu reparieren. Gab so ein kleines Teil, das man im Kampf einsetzen kann. Für einen Moment erwacht die Maschine zum Leben und man kann zischende, verrostete Kolben in ihrem Inneren knarren hören. Dann sackt sie zurück auf ihren Sockel. Es ist offensichtlich, dass sie den Geist komplett aufgegeben hat. Sie hat sich jedoch leicht verschoben, sodass ihr euch ihre Einzelteile jetzt genauer ansehen könnt. Die Außenhülle genauer ansehen. Auf dem Rücken des Roboters sind die Seriennummer und der Herstellungsort eingestanzt. Dieser Stützschneider kommt aus Arizona.
Im Gehäuse des Roboters sind außerdem noch einige Worte eingerissen, vermutlich von seinen eigenen Klingen. Korschise ist tot, ich bin frei. Das ist Anspielung auf die Wasteland-Teile 1 bzw. 2. Die Beine der Maschine untersuchen. Die Gliedmaßen sind voller Einschusslöcher und Dellen. Vielleicht ein Hinweis auf Begegnung mit Plünderern oder was sonst das Ödland heimgesucht hat. Gegen den Roboter treten. Als Reaktion auf den Tritt fängt die Maschine plötzlich an, wild mit den Schultern zu rollen. Irgendwo in den Schaltkreisen ihres Gehirns glaubt sie wahrscheinlich immer noch Arme und Klingen zu haben. Okay, das war's. Gab hier ein kleines lustiges Teilchen, nämlich... Ist das eine Waffe? Nee, das ist irgendwie... Sowas hier müsste das eigentlich sein. Hier, Schlitzschneider-Selbstmontage. Das kann so einen kleinen Schlitzschneider irgendwie einsetzen mit genug... Zwei haben wir davon jetzt sogar... mit genug Mechanik. Ari kann das. Das guckt sich Dringel währenddessen an. Das merkt auch gar keiner von den anderen Kollegen. Lagereinheit 105 Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel zu einer Lagereinheit. Auf ihm ist die Nummer 105 eingraviert. Und ein Tonband Quarex Kassette und ein Traumsauger. Dieser Staubsauger scheint in einem Gerät nachgerüstet worden zu sein, das Infraschallmeldungen ausgibt. Es gibt drei Einstellungen. Klar, Bad und Albtraum. Made it past Telluride today. Found a guy there who sold me some rat jerky. There's a caravan heading for Boulder and I'm going to try to tag along. Colorado's cold and kind of scary, but there's treasure here too. That guy with the rat jerky, he had like 6 or 7 3DO cartridges just lying around his shack. When I asked him how much for the set, he looked at me like I was crazy. Practically gave them away. You know what? Leaving Arizona might be the best thing that ever happened to me. Aha, der Typ kommt also aus Arizona, das war ja schon irgendwie klar. Nach der Ansage mit den Rangern, Spielautomaten. Friss dich durch das Labyrinth, aber werde nicht von den Poltergeistern erwischt. Und, also das ist eine Art, wie nennt man das? Naja, das mit dem Fressen halt. Verteidige die Erde gegen Aliens und Weltraummüll. Und hier, das berühmte Arcade-Spiel, wo du auf die Straßen mit deinen Fäusten aufräumst. Wo du, was? Das berühmte Arcade-Spiel, wo du die Straßen mit deinen Fäusten aufräumst. Und Schaukasten. Vor dem Krieg nutzten Menschen diese Dinger, um die Wellen im Meer zu reiten. Vermutlich als Transportmittel. Das weiß er aber gar nicht. Das wissen nur wir. Wir werden es nicht wissen brauchen. VR-Gerät. Das sollte sich Adrian anschauen. Dringend hat man sowas keine Ahnung. Das VR-Gerät ist eine klobige, unhandliche Ansammlung dicker Drähte und verbeulter Formen. Headset aufsetzen. Der Helm passt nicht ganz. Er rutscht dir immer wieder ins Gesicht und macht es dir schwer, deine Nase auszurichten. Auf dem dunklen Hintergrund scheint Text vor deinen Augen. Kommando auswählen. Die Kamera zeigt einen Raum voller Hightech-Geräte. Auf jedem einzelnen Bildschirm steht in blinkenden Buchstaben ein seltsames Spiel. Gestalten, die sich in den Schatten bewegen, drehen sich zu dir um. Die Bildschirme wechseln nacheinander zur Nachricht. Fehler, Fehler, nicht autorisierter Benutzer. Ein Alarm ertönt und die Darstellung endet. Fehlerprotokoll lesen. Sehr geehrter Benutzer, bitte beachten Sie, dass dieses VR-Headset nur für den Einsatz im Cheyenne Mountain Complex vorgesehen ist. Bei Verwendung außerhalb des Cheyenne Mountain Complex werden Sicherheitsmaßnahmen aktiviert, die wie inhaltliche Störungen aussehen können. Eingang auswählen. Der Bildschirm flackert und zeigt dann an. Fehler, Fehler und so weiter. Kontrollpunkt Alpha, das gleiche. Wanderweg, das gleiche. Okay. Ende. Irgendwas summt, ja. Adrian, was ist hiermit? Eine schöne Szene der schottischen Highlands flackert in 16 Pixelfarben über den Bildschirm eines Computers. Ein polyphoner Chor an Piepsern wird zu einer gallischen Melodie, während du den Titel des Spiels liest. The Bard's Tale 4, Barrows Deep. Das Spiel spielen.
Du findest grausame Kultisten, löst hinterhältige Rätsel und komponierst magische Lieder. Aber eine Herausforderung verlierst du. Das Spiel endet mit einem Epitheton. Du wurdest von 99 Berserkern getötet. Okay, wenn man jetzt Bart's hier schon mal Let's Played hätte, dann wüsste man das vielleicht irgendwie einzuordnen. Wenn man es nochmal macht, kommt dann exakt das Gleiche. Wie zuvor kämpfst du dich durch das Land von Scarabray, aber du wirst getötet, bevor du das Ende erreichst. Okay. Jetzt fragen wir ihn nochmal. Nach irgendwas. Hi Rangers, good to see you again. Hallo Ranger, schön euch wiederzusehen. Reden wir. Sure. Klar. Dein Name ist Quarex. Hast du nicht bei den Topekans in Arizona gelebt? You must be thinking about someone else. Quarex is a more common name than you might think, you know. Ich glaube, ihr verwechselt mich. Quarex ist ein ziemlich geläufiger Name, wisst ihr? Anyway, not me. Nope. Wie auch immer. Nein, ihr verwechselt mich. Von wegen. Wahrnehmung 5. Du schwitzt ganz schön, Quarex. Oh, well, haven't you heard? Scientists say sweating is a sign of truthfulness. Okay, fine. I'm Quarex from Rail Nomads. Happy now? Oh, wusstet ihr das nicht? Schwitzen ist ein sicheres Zeichen dafür, dass jemand die Wahrheit sagt. Ich bin Quarex von den Gleisnomaden. Seid ihr jetzt zufrieden? Kinda cool, you guys have heard of me. Nobody knows about me. Cool, dass ihr von mir gehört habt. Sonst kennt mich niemand. Wieso bist du nach Colorado gekommen? Well, basically everything went downhill after Ranger Team Echo found that 3DO for me. Some shady guys started coming around asking me to sell it to them. And when I said no, well, they didn't like that at all. Also, um es kurz zu machen. Nachdem Ranger Team Echo den 3DO gefunden hatte, ging alles den Bach runter. Ein paar zwielichtige Typen wollten, dass ich ihn ihnen verkaufe. Und als ich ablehnte, naja, das gefiel denen gar nicht. I was going to call the Rangers, since you'd all been so nice to me. But then Ranger Citadel blew up, so I left. Ich wollte die Ranger rufen, weil ihr alle so nett zu mir gewesen seid. Aber dann ist die Ranger-Zitadelle in die Luft geflogen und ich ging fort. Had to leave all my cool stuff behind, even the 3DO. But there's lots of cool stuff around here too, and I've been finding it. And that's how I started my museum. Ich musste all meine coolen Sachen zurücklassen, sogar den 3DO. Aber hier gibt es auch viele coole Sachen, die ich nach und nach sammle. Und so habe ich dieses Museum aufgebaut. Wenn du auf der Flucht vor zwielichtigen Typen bist, warum hast du deinen Namen nicht geändert? Oh, I did. I just always forgot to say it. Oh, habe ich. Ich vergesse nur immer wieder ihn zu nennen. I'm supposed to say my name's Dave, but yeah. Eigentlich sollte ich mich Dave nennen, aber naja. Was kannst du uns über den Bizarre erzählen? It's great. There's so much cool stuff at all the merchant stalls. I add to my collection all the time. Some spooky stuff has been happening lately, though. Monsters are coming up from the tunnels at night to snatch people. It's like Chud in real life. Es ist großartig. Die Händler verkaufen viele coole Sachen. Ich finde jedes Mal etwas für meine Sammlung. In letzter Zeit gehen jedoch unheimliche Dinge vor. Nachts kommen Monster aus den Tunneln und schnappen sich Menschen. Das ist wie bei Chud oder C-H-U-D. Oder Chud. Bye, Rangers. Thanks for visiting me. Ja, ja. Nochmal kurz geschaut, da ist eine Art Fahrrad. Das haben wir alles gesehen. Die Kiste haben wir geplündert. Beim Thron ist nichts im Eck. Der Haufen Schnee. Na. Und wenn Drinky das hier macht, dann wird es auch nicht besser. Ja. Das wird bei Dringil auch nicht anders. Ja. Okay. Okay. So. Zum, ja, ja. Geht mal weiter. So, Paris hat nichts zu erzählen. Das hat man schon gesehen. Hier ist ein Teppichhändler. Gwyn Talbot. Nee, was? Ach, die verkauft. Was verkauft die?
Gwyn Talbot, ein Gestank von Tabak und Gerbsäure umgibt diese welke, dunkelhäutige Frau. Ohne den Augenkontakt zu unterbrechen, tauscht sie ihren angefressenen Zigarettenstummel gegen eine frische und zündet sie an, bevor sie spricht. Ha! You look like tough sorts. Patriarch sent you. Whoever you are, we can certainly use your help. Some kind of beastie down in the Warrens or something. Talk to Flab up the stairs. Ihr seht zäh aus. Der Patriarch schickt euch. Wer immer ihr seid, wir können ganz sicher eure Hilfe gebrauchen. In den Warrens lebt irgendeine Art Bestie oder sowas. Sprecht mit Flab die Treppe hoch. Du bist Talbot? Anstatt zu antworten, nimmt sie einen langen Zug von ihrer Zigarette. Eure Frage scheint sie nicht beeindruckt zu haben. Was verkaufst du? Kind of depends on who's buying. For you? Leather goods, protective gear, armor? Up to you if you want to deflect stabbings or look like a badass. Either way, I have you covered. Das hängt im Grunde davon ab, wer der Käufer ist. Für euch? Lederwaren, Schutzausrüstung, Rüstung. Liegt an euch, ob ihr Stiche abweisen oder wie harte Kerle aussehen wollt. So oder so kann ich euch helfen. That's why I'm here. Zeig mir deine Wade. Polyxylylen-Barriere. Also ja, hier könnte man sich was aussuchen. Hat sie irgendwas ganz Besonderes? Das sind eher so Mods. Ja, die hat ja garantiert ein paar bessere Sachen, als wir sie haben. Es wäre schön, Merit und Arik hiermit auszurüsten, aber das möchte ich mir im Moment nicht leisten. Ich denke mal, wir machen in der Episode noch den Rundgang fertig, auch wenn das jetzt noch ein bisschen dauert. Hallo, Doktor! Why, hello! Name's Hirsch, Lev Hirsch, but you can just call me Dr. Coldcuts. What do you need? Doctor, Hallo, ich heiße Hirsch, Lev Hirsch, aber man nennt mich nur Dr. Coldcuts. Was kann ich für euch tun? Warum heißt du Coldcuts? Oh, used to be the veterinarian slash butcher here back in the day. Learned all about how the body works by carving up meat. Animal meat, of course. When Doc Kessler passed, well, I inherited the position. Früher war ich hier Tierarzt und Metzger zugleich. Beim Aufschneiden habe ich die Funktionsweise des Körpers gelernt. Natürlich von tierischem Fleisch. Als Doc Kessler starb, habe ich die Stelle geerbt. Kannst du das was über den Bizarre erzählen? Not much. Got all kinds of traders here, selling all sorts of junk. The heart of this place is meat, though. Pig meat is a luxury not everyone can afford. Nicht viel. Hier sind alle Arten von Händlern, die alle Arten von Müll verkaufen. Der Fokus dieses Ortes liegt jedoch auf Fleisch. Schweinefleisch ist ein Luxus, den sich nicht jeder leisten kann. Anyway, got a bit of a pickle of late. Something murderous roaming the Warrens. Some say it's the old monster army leader, the Cyclops come back from the dead and hunting us. Bunch of BS if you ask me, but something's down there. Talk to Flab if you haven't already. Wie auch immer, stecke im Moment etwas in der Klemme, denn da ist etwas Mörderisches, das die Warrens durchstreift. Einige sagen, es ist der alte Anführer der Monsterarmee. Die Zyklopen stehen von den Toten auf und jagen uns. Blödsinn, wenn ihr mich fragt. Aber da unten ist etwas. Sprecht mit Flap, falls ihr es noch nicht getan habt. Machen wir, ja. The self-medicating sort. Zeig sure, mir deine Wade. Du hast auch nur Dinge, die man nutzen kann. Kein besonderes Teil, was irgendwie Merit Erste Hilfe plus 1 gäbe. Aber hat er ja auch schon, dieses Stethoskop, stimmt. You again. What is it? Kannst du uns zusammen flicken? Yeah, pig, human, ain't so different. Cash first and I'll fix you right up. So, jetzt verliert Arik seine Infektion und Merit sein drittes Auge, aber das ist halt okay so. Schwein, Mensch, nicht zu verschieden. Zuerst Bargeld, dann bringe ich euch wieder in Ordnung. Ja, mach das. Aces, this won't hurt a bit. Promise. Und dann sind verschiedene Heilungen durch. Tschüss. Jetzt habt ihr alle eure Sachen verloren, eure Wunden. Lucia hatte, glaube ich, eine, Quon müsste eine gehabt haben. Ich meine, Drinkel hätte eine. Arik hatte diese Infektion.
Und Merritt hatte auch irgendwas. Aber Adria war der Einzige, der nie was hatte, weil er immer hinten stand und niemals wirklich umgefallen ist. Wen haben wir noch? Randy Gett. Was gettst du denn, Randy? Hm? Dieser junge rothaarige Fragezeichen Mann trägt überall am Körper Werkzeuge, um jederzeit mit der Arbeit anfangen zu können. Er dreht sich kauend zu euch um. Hey, Strangers. Well, I suppose you're here to help with the troubles down below. If you are, talk to Flab. But if you want to talk cars, I'm your guy. Randy's the name, local master mechanic. Hey, Fremde, ihr seid nicht zufällig hier, um da unten etwas zu helfen? Falls ja, redet mit Flab, aber wenn es um Autos geht, dann seid ihr hier bei mir genau richtig. Ich heiße Randy und bin der Meistermechaniker hier. Was kannst du uns über den Ärger im Bizarre erzählen? Nothing much, really. Something's been prowling the Warrens, killing anyone who goes down there. Some big beastie? The suicide pigs got something to do with it, but I don't know what. Sorry, not much help, I know. Nicht viel. Irgendwas streift in den Warrens umher und tötet jeden, der nach unten geht. Eine große Bestie? Das Selbstmordschwein scheint was damit zu tun zu haben. Aber ich weiß nicht was. Tut mir leid, mehr weiß ich leider nicht. Vielleicht können wir den abwerben. Gefällt dir die Arbeit hier? Not particularly. It's boring work. I only get pulled in if something breaks that a tender can't fix, so I spend most of my time just waiting here, like I'm doing now. But beggars can't be choosers. Nicht besonders. Es ist langweilig. Ich werde nur gerufen, wenn etwas kaputt geht, was ein Hüter nicht reparieren kann, also warte ich die meiste Zeit nur hier, so wie jetzt gerade. Aber einem geschenkten Gau schaut man nicht ins Maul. Hättest du Interesse an einem Job als Mechaniker im Ranger HQ? No offense, but you're a gamble in a hard luck casino. Don't like working in the bazaar, but it's constant money, and I need that right now. See? Nichts für ungut, aber das ist wie ein Glücksspiel in einem verdammten Casino. Ich arbeite nicht gerne im Bazaar, aber zumindest kriege ich konstant Geld und das brauche ich im Moment. Seht ihr? Some months ago, my dad wrote me that he thought he'd seen folks skulking around our homestead. I dismissed it. Our place has always been isolated and safe. Stupid. Turns out it was a small band of one of them crazy plains gangs. Mein Vater schrieb mir vor einigen Monaten, dass er gesehen hat, wie irgendwelche Typen um unseren Hof geschlichen sind. Ich habe dem keine Beachtung geschenkt, weil es bei uns immer ruhig und sicher war. Ich Idiot. Am Ende war es eine kleine Bande von diesen verrückten Ebenengangs. He sent me a letter. My parents are dead. And they're holding my kid brother and sister hostage. I ain't even close to having enough money to pay the ransom. Even if I did, I suspect they'd just kill us all after I pay. So what's a guy to do? Belohnung. Randy Gett als Rekruten in der Ranger-Werkstatt bekommen. Das ist jetzt eine neue Queste. Sie haben mir einen Brief geschickt. Meine Eltern sind tot und sie halten meine Geschwister als Geiseln. Ich habe nicht einmal ansatzweise genug Geld, um das Lösegeld zu zahlen. Selbst wenn. Ich glaube, sie würden uns sowieso töten, nachdem ich bezahlt habe. Was soll ich da schon machen? Wir könnten deine Familie retten. You mean get them, get them? I don't normally condone violence, but... if it's what it takes. Ihr meint, ihr könntet sie wirklich retten? Normalerweise bin ich kein Freund von Gewalt, aber wenn es nur so geht... Let me show you where to find our old homestead. I'll meet you there. You help out the Gett family and I'll work for you. No doubt about it. Ich zeige euch, wo unser alter Hof steht. Wir treffen uns dort. Wenn ihr der Familie Gett helft, werde ich für euch arbeiten. Das steht fest. See you there. Don't take too long, okay? Ja. Ja, ja, ja. Können wir lachen. Aber ich mag es ja, wenn es viele Questen gibt. Verkaufsautomaten. Not that the bazaar is not perfectly safe, but well, findet man Eternity-Türchen. Just talk to Flab. Und Bisonbissen. So viel Natrium und Fett wie in Schweineschwarten, aber mit doppelt so vielen Kalorien. So, hier geht's in diese berühmten Wachen zu uns. Geschminkte Schweine in die Luft jagen wollen. Lass mal drin hier, ja, komm, vielleicht fällt dir noch irgendwas auf. Leider nicht. So, in der Mitte gab es irgendwelche Teigtaschen, von denen draußen schon viel erzählt worden ist. Heiße Nudeln! Na du, Nudel! Ich will mich mit Nudeln besudeln. Der Mann vor euch bewegt sich so schnell, dass er im Grunde nur eine verschwommene Gestalt ist, während er von einem Topf auf seinem Herd zum nächsten springt. Einen rührt er um, den anderen schmeckt er ab. So wie ihr auf ihn zugeht, hört er auf zu kochen, um euch seine ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
My friends, you saw that explosion too? Horrible! Such a waste of good pork. In human life, of course. But don't worry, Masato is here to offer aid and succor. Have you seen anything this delicious? Meine Freunde, habt ihr die Explosion gesehen? Eine Verschwendung von Schweinefleisch und menschlichem Leben natürlich. Aber keine Sorge, Masato bietet euch Unterstützung an. Habt ihr jemals etwas so Leckeres gesehen? Er hält euch eine dampfend heiße Schüssel, die bis zum Rand mit einer Art Nudeln gefüllt ist, vor die Nase. Was machst du mit Nudeln eigentlich? Das scheint ja lecker auszusehen. Das sieht fantastisch aus. Dürfen wir? Yes, yes. Be my guest. After enjoying this bowl, know that my store is open to you. I have a variety of goods that you may find useful. Es sind alle gerade um 10 HP geheilt worden. Lasst es euch schmecken. Wenn ihr fertig seid, wisst, mein Laden steht euch offen. Ich habe viele Waren, die ihr vielleicht nützlich findet. Er gibt euch die Schüssel, in der Nudeln und Schweinefleisch sind. Sättigend und wirklich lecker. Er sieht euch beim Essen zu und grinst hoffnungsvoll. A man who never eats pork is never a whole man. But I have to tell you, my friends, these noodles are a pale imitation of the real thing. The great pre-war delicacy. The rarest of rare magics. Instant ramen noodles. I hope one day I will perfect my recipe to recreate them. But enough about me. How can I be of service? Ein Mann, der niemals Schweinefleisch isst, ist kein richtiger Mann. Leider, meine Freunde, sind diese Nudeln nur eine Imitation der großen Vorkriegsdelikatesse. Die seltenste aller Zaubereien, Instant-Ramen-Nudeln. Eines Tages werde ich mein Rezept perfektionieren, um sie neu zu kreieren. Aber genug von mir, wie kann ich euch helfen? Na. Du suchst also nach Instant-Ramen-Nudeln. Ah, you picked up on my subtle hint. Years ago, a friend in Colorado Springs gave me a package of Instant-Ramen-Nudels that he had found in the Warrens, underneath the bazaar. The experience changed my life forever, and I moved here in hopes of finding more. Ah, ihr habt meine dezenten Hinweise also aufgeschnappt. Vor einigen Jahren hat mir ein Freund in Colorado Springs mal eine Packung Instant-Ramen-Nudeln gegeben, die er in den Warrens unter dem Bizarre gefunden hat. Diese Erfahrung hat mein Leben für immer verändert, und ich zog hierher in der Hoffnung, mehr zu finden. Der Koch beginnt zu zittern. Verzweiflung spiegelt sich in seinem Gesicht wieder, als er seine übliche lebhafte Gelassenheit verliert. The Warrens aren't safe. I can't venture down there. But you must understand. It is as if my body is made of ramen. If you go down in the Warrens, please keep your eyes open for this rare delicacy. Die Wachen sind nicht sicher. Ich kann mich nicht dort hinunterbegeben. Aber ihr müsst verstehen, es ist, als ob mein Körper aus Ramen gemacht ist. Wenn ihr in die Warrens geht, haltet doch bitte nach dieser Delikatesse Ausschau. Das Stranger HQ könnte einen Koch wie dich gebrauchen. Oh, how interesting. You mean a permanent position? A full kitchen of my own? My friends, that is quite the offer you're making me. Oh, wie interessant. Meint ihr eine permanente Position? Eine ganze Küche nur für mich? Meine Freunde, das ist aber wirklich ein Angebot, das ihr mir da macht. You have my interest for sure. But as I explained to you, I'm here for a reason. Bring me the ramen noodles and I'll gladly join you at your HQ. Ich bin auf keinen Fall abgeneigt, aber wie ich euch bereits erklärt habe, bin ich aus einem Grund hier. Bringt mir die Instant Ramen Nudeln und ich schließe mich gern in eurem HQ an. Das steht da so. Ich schließe mich gern eurem HQ an, soll das wahrscheinlich heißen? Kannst du uns was über die Bewohner des Bizarre erzählen? There have been a lot of troubles of late. People disappearing. Showing up dead. And now this exploding pig. Can you believe that? In letzter Zeit gab es viel Ärger. Leute verschwinden und werden tot wiedergefunden. Und jetzt diese Sache mit dem explodierenden Schwein. Ist das zu fassen? I've heard of you guys. I know you can help. May I suggest you talk to the guy in charge, Flab? You can find him upstairs. Ich habe schon von euch Typen gehört. Ich weiß, dass ihr helfen könnt. Ich empfehle euch, mit dem Mann zu sprechen, der hier das Sagen hat. Flab, ihr findet ihn oben. Noch mehr? Eidolon is relatively new to this place. She showed up not long after I did. Her business model is interesting. Not sure how she actually makes money though.
Eidolon ist noch recht neu an diesem Ort. Sie ist hier kurz nach mir aufgetaucht. Ihr Geschäftsmodell ist interessant. Obwohl ich nicht wirklich sicher bin, wie sie damit überhaupt Geld macht. Du, sagt jemand, der uns gerade umsonst verköstigt hat, Alemann. Naturally. My store is always open to you, my friends. Instant-Nudeln. Aha. Hat Nahrungsmittel und so. Buff-Bier und so Zeug. Und Spritzen. Jede Menge. Aha. Hier ist noch jemand anderes. Alfredo Garcia oder Garcia. Fill her up, Barkeep. I'll tell you when to quit. Okay, das war. Hey, ja, ist ja gut. Finn is the name. If you need a drink, you've come to the right place. If you got questions, well, I suppose that's okay too. Besoffen an der Bar, wollte ich sagen. Barkeeper Finn. Hey, Freunde. Finn ist mein Name. Wenn ihr etwas trinken möchtet, seid ihr hier bei uns richtig. Wenn ihr Fragen habt, ist das wahrscheinlich auch in Ordnung. Hast du das Schwein explodieren sehen? Between you and me, I've been partaking in some taste tests during my shift, so everything is a little blurry at the moment. I did hear a loud boom, but I figured it was just a thunderstorm. Das bleibt zwischen uns. Ich habe während meiner Schicht an einigen Geschmackstests teilgenommen. Daher ist im Moment alles ein wenig verschwommen. Ich habe einen lauten Knall gehört, aber ich dachte, es sei nur ein Gewitter. Was kannst du uns über diesen Ort erzählen? Not much. I'm pretty new. Just started a week ago. Rumor has it, the old bartender mysteriously vanished into thin air. Anyway, this place is something for everyone. Guns, armor, food, meds, entertainment, and most importantly, booze! Bitte? Nicht viel. Ich bin ziemlich neu. Ich habe gerade vor einer Woche angefangen. Gerüchten zufolge hat sich der alte Barkeeper auf mysteriöse Weise in Luft aufgelöst. Jedenfalls hat dieser Ort für jeden etwas zu bieten. Waffen, Rüstungen, Essen, Medikamente, Unterhaltung und vor allem Alkohol. Steht da so. If you're here to work for Flab, then he might be able to tell you more. One thing's for sure. There's something weird going on here. Wenn ihr hier seid, um für Flab zu arbeiten, kann er euch vielleicht mehr erzählen. Eins ist sicher, hier geht etwas Seltsames vor. Was kannst du uns über Flab erzählen? Flab the Inhaler is the man who is large and in charge of the bazaar. And I ain't kidding you when I say large. From what I've seen, he's always in his office, just up the stairs. Flab, der Einatmer, ist der große Mann, der für den Bizarre verantwortlich ist. Und ich veräpple euch nicht, wenn ich groß sage. Soweit ich gesehen habe, ist er immer in seinem Büro nur die Treppe rauf. Was hast du mit Seltsames gemeint? I don't know. I suppose everyone's on edge, you know? They're all putting on brave faces like things are normal, but I can tell something is wrong. Just don't know quite what. Ich weiß es nicht. Ich nehme an, jeder ist nervös. Wisst ihr, die machen alle mutige Gesichter, als wäre alles normal. Aber ich weiß, dass etwas nicht stimmt. Ich weiß nur nicht genau, was. Drink? Only the finest drinks on earth. Danke, nein. Wir werden doch in der Episode nicht mehr mit Flap sprechen. Das ist alles zu lange. Wir machen noch... Long John, den da und hier die Eidolon. Und das wird dann schon wieder eine Überlängen-Episode. Endlich mal ein bisschen Musik hier. Was steht da? Drink Specials. Flaming Pick, Purple Donkey und Bad Wolf. Long John. Obwohl sie in schmutzige Stoffe, die nicht zusammenpassend gewickelt sein mag, ist diese Gestalt eindeutig alles andere als menschlich. Bei eurer Annäherung richtet sie sich mit einem Knarren verrosteter Zahnräder auf und drückt sich eine Hand auf die Nixonmaske auf ihrem Gesicht. As I live and eat cherry pie, more of my fellow humans in the bazaar. You make yourself welcome now, you hear? Bei meinem Leben und meinem Kirschkuchen, mehr meiner Mitmenschen im Bizarre, fühlt euch wie zu Hause, hört ihr? Er kratzt sich hinter dem Plastikohr seiner Maske. Sein Hemd verrutscht und enthüllt eine Spulenvorrichtung auf seiner Brust. Ein beeindruckend aussehendes Stück Technologie. Fellow humans? Von Mitmenschen? Erzähl uns mehr über dich. Well. Gosh, and apple pies. You've put me in a spot. Let's see. My name is Long John, and I'm old as dirt. I've traveled a little, but nowhere interesting. Now I'm here in the bazaar, just to see what life has to offer. Make friends. Also wirklich, Donnerwetter nochmal. Da habt ihr mich jetzt aber erwischt. Mal sehen.
Mein Name ist Long John und ich bin steinalt. Ich bin ein wenig herumgekommen, habe aber nicht wirklich viel Interessantes gesehen. Jetzt bin ich hier im Bizarre, bloß um zu sehen, was das Leben zu bieten hat, um Freunde zu finden. Was it something that I got to do when I was younger, what with my job and all? There was no time to make friends, none at all. But I'm making up for it. I know everyone in the Bizarre and they know me. Nichts, was ich machen konnte, als ich noch jünger war mit meinem Job und so. Ich hatte keine Zeit, Freunde zu finden. Gar keine. Aber ich hole das alles wieder auf. Ich kenne jeden im Bizarr und jeder kennt mich. Erzähl uns mehr über deine Reise. I'll tell you youngins what I can. Despite the fact I'm old as the mountains, figuratively speaking that is. Humans rarely live past 70, and I'm just about ready to expire. I don't know everything, you hear? Ich werde euch Jünglichen erzählen, was ich kann, obwohl ich so alt bin wie die Berge, also im übertragenen Sinne. Menschen werden für gewöhnlich nicht älter als 70, und ich habe das Haltbarkeitsdatum schon fast überschritten. Hehe. Ich weiß nicht alles, versteht ihr? Even though I've walked all the way from Denver to Steel Town and back again. Obwohl ich den ganzen Weg von Denver bis Steel Town und wieder zurück gelaufen bin. Kennst du irgendwelche Geschichten über Colorado Springs? Colorado Springs? It's an alright place. A little uptight, but that's what you get from having all of the 100 families there. I like the scientists and engineers, though. Real clever kids. Colorado Springs ist schon ganz okay da, ein wenig verklemmt, aber das kommt eben davon, weil sich alle der 100 Familien dort aufhalten. Ich aber mag die Wissenschaftler und Ingenieure dort, echt kluge Bürschchen. Warst du schon mal auf den Ebenen? Nuh-uh. Place like that ain't fit for the lonely traveler. Well, you might be all right. If you do decide to go in that direction, I've heard that it's gotten real dangerous. Nee. Ein Ort wie dieser ist nichts für einen einsamen Reisenden, aber ihr kommt dort vielleicht klar. Falls ihr euch entscheidet, in diese Richtung zu gehen, ich habe gehört, es ist dort wirklich gefährlich geworden. Was kannst du uns über Steel Town erzählen? Steel Town? That place is an industrial nightmare. Raging fires all around. Melts right through the skin. Gives me the shivers, you hear? Steel Town, das ist ein industrieller Albtraum. Überall wütend Feuer, schmilzt direkt durch die Haut. Er wird wohl Stahl sagen. Lässt mich schaudern, hört ihr? Erzähl uns mehr über Denver. I'd stay away from the city. It's nothing but a corpse these days, and the Gippers, well, they're not a bad lot per se, but I'd be careful around them. If you have to spend some time, I'd personally visit the airport instead. The youngins there are wonderful. Ich würde der Stadt fernbleiben. Sie ist ausgestorben. Und die Grippers, nun, die sind nicht unbedingt ein übles Pack. Aber ich wäre doch vorsichtig. Wenn ihr Zeit habt, würde ich stattdessen den Flughafen besuchen. Die Jüngerchen dort sind klasse. Themenwechsel? You kids these days and your limited attention spans. Was kannst du uns über die Menschen in Bizarre erzählen? Some of it is real private, and some of it probably should be. But you young whippersnappers tell everyone everything. Manches davon ist wirklich privat und anderes sollte es vermutlich sein, aber ihr Jungspunde erzählt jedem alles. Er tippt sich an die Seite seiner Plastikknollennase. Like Paradolia Jones? He's probably the best damn caravan master in the bazaar. But his business would be better if he knew how to keep his mouth shut. Between you and me, if I was afraid of ducks, I wouldn't tell a soul. Wie Paradolia Jones? Nee, Paradolia Jones. Er ist vermutlich der beste Karawanenmeister im ganzen Bizarre, aber sein Geschäft würde noch besser laufen, wenn er wüsste, wie man die Klappe hält. Unter uns gesagt, wenn ich vor Enten Angst hätte, würde ich das niemandem sagen. Ist die Angst vor Enten, heißt die irgendwie so, ähnlich wie dieses Paradolia? Ist das ein Wortspiel? Okay. Also, warum versuchst du zu verbergen, dass du ein Synth bist? Me? A synth? Aren't you adorable? I'm meat and muscle, just like you, Rangers. Shucks, I even have dreams all the time.
Technicolor dreams about flying and standing naked in front of people I don't quite know. Sins don't do that. Ich, ein Sünd? Seid ihr nicht niedlich? Ich bin aus Fleisch und Muskeln, genau wie ihr, Ranger. Mensch, ich habe sogar immer wieder Träume, bunte Träume übers Fliegen und darüber nackt vor Leuten zu stehen, die ich kaum kenne. Sünds haben so etwas nicht. Okay. Wir denken immer noch, dass du ein Sünd bist. I'm not a synth. Well, just last night I had the most human dream. I was back in high school. There was a trigonometry test. I sat down confident and brash, only to realize I completely forgot to study. Ich bin kein Sünd. Gerade letzte Nacht erst hatte ich einen äußerst menschlichen Traum. Ich war wieder an der Highschool. Da hatte ich einen Test in Trigonometrie. Ich habe mich ganz selbstbewusst und unbekümmert hingesetzt, nur um dann festzustellen, dass ich komplett vergessen habe zu lernen. I also enjoy toasted eggs in the morning. A very human thing. Ich esse auch gerne getoastete Eier zum Frühstück. Das ist sehr menschlich. Du weißt schon, dass jeder sehen kann, dass das eine Maske ist, oder? Guck, wir können die Fäden sehen. Oh, you kids and your humor. If the folk in the bazaar really thought I was a synth, wouldn't they have tried to decommission me? Not that I'm afraid of such things, being the perfectly ordinary human male that I am. Oh, ihr Kinder und euer Humor, wenn die Leute hier wirklich denken würden, ich wäre ein Sünd, hätten sie doch versucht, mich auszumustern. Nicht, dass ich davor Angst hätte, denn ich bin ja ein normaler Mensch. Aha, er zögert. All right, fine. I am a synth, but you can't tell anyone. In Ordnung, schön. Ich bin ein Sünd, aber das dürfte niemandem erzählen. Jeder Bizarre weiß es bereits. Do they? I'm not sure I believe that. If they knew, wouldn't they have melted me down to scrap by now? People don't like synths, far as I've seen. Ist das so? Ich bin nicht sicher, ob ich das glauben soll. Wenn sie es wüssten, hätten sie mich nicht dann inzwischen zu Altmetall eingeschmolzen. Menschen mögen Synths nicht, zumindest meiner Erfahrung nach. You're clever ones, and bully to you for figuring out who I am. But let's not talk about it again, okay? The topic puts me on edge. Ihr seid ein paar clevere Typen, und das ist echt klasse, dass ihr es herausfinden konntet, wer ich bin. Aber lasst uns nicht weiter darüber reden, okay? Das Thema ist etwas unangenehm. Auf Wiedersehen. So soon? I suppose even good things gotta end sometime. You be safe now, you hear? And come back to see old Long John when you can. Jetzt schon? Ich schätze, auch gute Dinge müssen irgendwann ein Ende haben. Ja, passt auf euch auf, ja? Und kommt zurück, um den alten Long John zu besuchen, wenn ihr Zeit habt. Best of luck to you. Puh. Was soll ich davon halten? Du hast Angst vor Enten. Pareidolia Jones. Als ihr auf ihn zugeht, huscht sein Blick über jedes Mitglied eures Teams, als würde er beurteilen, ob ihr eine direkte Bedrohung darstellt oder nicht. Einen Moment später entspannt er sich und berührt die Krempe seines Huts zu einem leichten Nicken. Howdy, ma'am. Howdy, ma'am. Er nickt Lucia zu. Howdy. Howdy. Always good to see a Wesson. Immer schön, eine Wesson zu sehen. Er wendet sich wieder nickend euch zu. Ach ja, wir haben eine Gummiente, richtig. Ist das gemein. Kannst du uns irgendwas über Colorado erzählen? Thanks to the Patriarch, this stretch of land from Denver in the north to Steel Town in the south is pretty safe to travel. You'll find richer opportunities the further you venture out, but it'll also come with more risks. Dank den Patriarchen ist der Bereich zwischen Denver im Norden und Steel Town im Süden ziemlich sicher für Reisende. Ihr werdet bessere Gelegenheiten finden, je weiter ihr auszieht. Aber das birgt auch mehr Risiken. I could tell you more, but truth be told, the only way to know the land is to travel it. You look well equipped and competent. Just head out and see what you can learn. Ich könnte euch mehr erzählen, aber um die Wahrheit zu sagen, muss man das Land bereisen, um es wirklich zu kennen. Ihr seht gut ausgerüstet und kompetent aus. Zieht einfach los und schaut, was ihr herausfinden könnt. Hast du was zu verkaufen? Just my services as a caravan master. I organize caravans to get people, goods and livestock from one place to another. But I don't sell goods myself. These lands near Colorado Springs are pretty safe. But still lots of people need help getting around.
Especially if you want to range further than that. Nur meine Dienste als Karawanenmeister. Ich organisiere Karawanen, um Menschen, Waren und Vieh zu transportieren. Aber selbst verkaufe ich nichts. Na, Colorado Springs ist es sicher. Trotzdem brauchen viele Leute Hilfe, herumzukommen. Besonders, wenn sie noch weiter reisen wollen. Und währenddessen kramt Dringiedel eine Gummiente aus und hält sie ihm hin. Ihm eure Gummiente hinhalten. Could you please take that away? I don't like ducks. Könntet ihr das bitte wegnehmen? Ich mag keine Enten. Obwohl er sich anstrengt, gleichmütig zu wirken, verraten seine steife Haltung und aufgerissene Augen seine wachsende Panik. Welche Ente? Wir sehen hier keine Enten. What? It's worse than I thought. Please, I need a moment. Ich was? Es ist schlimmer, als ich dachte. Bitte, ich brauche einen Moment. Er schließt die Augen und beginnt Zahlen vor sich hin zu murmeln. Letztendlich öffnet er die Augen wieder. Okay. Auf Wiedersehen. So long. Okay, er nimmt es immerhin nicht übel. Und Dringiedel erntet dafür einen bösen Blick von Adrian. Ach, Noodles. Ja, heiße Nudeln. Jetzt ist das alles schon so lang wieder mit dieser Episode und die quatschen mich alle voll. I wonder if I can get a silencer for my shotgun. You hungry? Now who are these beauties in my theater? Come to Adelon. And for a buck and a half, you can fuck it. What's going on here? You're all under arrest. Don't make me pull out my bullet. There's a new sheriff of Sexyville in town, ladies. Okay, das war gerade ein sehr seltsames Gespräch und ich denke, wir gucken uns dann hier Eidolon und natürlich den Einatmer Flap doch erst an im nächsten Teil. Bis dahin.